Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Crying Destiny und heute gibt es wieder ein kleines Mini-Easter Egg, wie man auch schon im Titel lesen kann, beziehungsweise erst im Hintergrund sehen kann, gibt es schwarze Herzen, wenn man ein Zombie-Messer hat. Und ich zeige euch heute einfach mal, wie das geht, dafür muss man auch nichts Aufwendiges machen. Und zwar muss man einfach im Black Ops 3 Menü, da gibt es ja den unter Multiplayer, Zombies und alles, dann gibt es ja auch den Abschnitt Bonus. Und unter Bonus habt ihr dann sowas wie Dead Ops 2, dann den Freerun. Und auch den Albtraummodus. Albtraummodus ist quasi eine Kampagne, bloß dass man nicht gegen richtige Gegner kämpft, sondern gegen Zombies. Da startet man dann einfach eine Runde, ist egal jetzt welche Map, wenn ich es noch nicht gespielt habe, ist es in dem Fall Hypozentrum, wie bei mir hier auch im Video. Und dann müsst ihr einfach ein Zombie messern, dann seht ihr schon wieder auch die schwarzen Herzen aufkommen, sag ich mal. Und ja, dann habt ihr das quasi auf jeder Map. Das ist jetzt wahrscheinlich höchstwahrscheinlich eine Anspielung auf Valentinstag. Ich möchte ja nichts Falsches sagen, aber bestimmt auf Valentinstag. Ich kann es jetzt erst leider das Video hochbringen, weil ich ja am Wochenende nicht da war, wo auch bekanntlich der Valentinstag war. Und ja, das Ganze habt ihr jetzt auf jeder Map freigeschaltet. Ich zeige es hier auch gerade auf Shadows of Evil, auf The Giant und auf Eisendrache. Und ja, mehr gibt es eigentlich dazu nicht zu sagen, es ist einfach so mal zwischendurch ein kleines Easter Egg, wird wahrscheinlich jetzt heute mit den Doppel-EP entfernt, denke ich mal, deswegen habe ich so gedacht, ich hau noch schnell das Video raus dazu, bevor die Doppel-EP ausgeschaltet werden. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen mit weiterhelfen und falls ihr es noch nicht kanntet, dass ihr jetzt noch die letzten Stunden damit genießen könnt, die Liebe mit den Zombies. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst am besten ein Like da und einen Kommentar, und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt von meinem Kanal, dann lasst am besten ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut da rein und ciao.